Der Burley Koho XC ist ein super Fahrradanhänger, aber eigentlich nur bei gutem Wetter. Sobald es anfängt zu regnen, benötigt man mindestens eine Abdeckung über dem Transportkasten, damit der Inhalt vor Regen und auch einfacher Wegnahme geschützt ist. Die Abdeckung hat die beste Ehefrau der Welt aus wasserfester Folie, Gummibändern und Haken konstruiert. Wer das Schnittmuster und die Teileliste benötigt, kann unten den Link anklicken. Die Abdeckfolie schützt aber nicht den Burley selbst. Bei Sauwetter wird durch das Hinterrad des Fahrrades dermaßen viel Dreck an die Gabel des Burley geschleudert, dass die ganze Mechanik anfängt zu knirschen, schwergängig wird, man den ganzen Dreck an den Händen hat, wenn man den Burley an- oder abkoppeln möchte und hinterher eine saublöde Arbeit für die Entfernung der ganzen Verschmutzung ansteht, weil die Mechanik nun mal viele Ecken und Kanten hat. Das Rad des Anhängers wiederum schleudert seinen Dreck in die Federung des Burley und teilweise durch eine Öffnung in der Gegend in den Innenraum des Transportkastens. Macht sich auch besonders gut. Der Dreck des Hinterrades vom Fahrrad wird über die gesamte Abdeckfolie nach hinten verteilt. Der Dreck des Rades des Anhängers, also des Burleys, wird durch drei Aussparungen im sogenannten Schutzblech ebenfalls entweder unter die Abdeckfolie oder auf die Abdeckfolie geschleudert. Warum das sogenannte Schutzblech des Burley diese Aussparung hat, erschließt sich mir nicht wirklich. Da mein Fahrrad hinten keinen Schmutzfänger hat, habe ich in einem ersten Versuch einen schönen großen montiert, so einen, den man normalerweise nur am Vorderrad anbringen würde. Ich weiß, sieht scheiße aus und hilft nur minimal. Daher habe ich mich am Ende dazu entschlossen, an der Gabel des Burley vorne ein flexibles PVC-Glas mit Kabelbindern zu befestigen. Ebenso habe ich ein flexibles PVC-Glas über dem Hinterrad des Burley montiert, um die Aussparungen des sogenannten Schutzbleches abzudichten und so weit verlängert, dass das Burley-Rad seinen Dreck nicht nach vorne über die Abdeckfolie schleudern kann. Hier sieht man die Wirkung des PVC-Glases nach einer kurzen Ausfahrt im Herbst über einen feuchten, geteerten Waldweg bei Regen. Das PVC-Glas hat den gesamten Schmodder vom Hinterrad des Fahrrades abgefangen. Von der Seite kann man erkennen, dass der gesamte Burley nichts abbekommen hat von der ganzen Matsche. Die Reinigung des PVC-Glases gestaltet sich auch recht einfach. Es reicht aus, einmal mit dem Wasserschlauch das Ganze abzuspritzen. Ach so, und hier noch eine relativ wichtige Abdeckung unter dem Burley. Sie verhindert, wie gesagt, dass der Dreck in den Transportkasten selber eindringen kann. Wenn die Jahreszeit des Sauwetters einmal vorbei ist, kneife ich die Kabelbinder durch und lege die drei Stücke PVC-Glas in die Ecke für das nächste Jahr. Bei Fragen oder weiteren Anregungen klickt einfach unten den Link an oder sendet mir eine Mail. Danke.